Von meinem österreichischen Urlaubsquartier ging die Fahrt durch Slowenien ins ca. 70 Kilometer entfernte Dorf Wellemeer in Westungarn. Der Grenzübergang nach Ungarn nahe des slowenischen Orts Krosenja Koci. In Ungarn ging die Fahrt dann über Magyar-Csombatva nach Wellemeer. Die evangelische Dorfkirche von Wellemeer, die aber nicht das eigentliche Ziel war. Es ging weiter zur mittelalterlichen kleinen katholischen Dreifaltigkeitskirche, etwas außerhalb von Wellemeer auf einer Waldlichtung. Erbaut wurde die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit auf Ungarisch Szent Háromság Templom auf der Anhöhe Papréten, vermutlich im 13. Jahrhundert. Erstmals erwähnt wurde die einschiffige romanische Kirche im Jahr 1360. Was die Kirche so sehenswert macht, sind die Fresken des Malers Johannes Aquila de Radgar Burgensis aus den Jahren 1377 bis 1378. Während der Reformation wurden die Fresken 1560 weiß übertüncht. Im 18. und 19. Jahrhundert verfiel die Kirche zur Ruine. Von 1941 bis 2003 erfolgten schrittweise Wiederaufbau, Sicherung und Restaurierung. Heute kann man die erhaltenen Teile der Fresken wieder besichtigen. Vieles ist allerdings verloren gegangen oder nur noch schwer zu erkennen. Die Fresken zeigen Darstellungen aus der Bibel. Christus, die heilige Dreifaltigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist, die Jungfrau Maria mit dem Jesuskind, Erzengel, verschiedene Evangelisten, die 12 Apostel und die Anbetung der heiligen drei Könige. Aber auch der heilige König László I. von Ungarn sowie florale und sonstige Ornamente sind dargestellt. Nach dem Besuch in Wellemeer machte ich noch einen Abstecher ins ca. 8 Kilometer südöstlich gelegene Dorf Nemesnep. Die Fahrt führte durch Cent Georgiöl zum Glockenturm von Nemesnep. Der hölzerne Turm, auf Ungarisch Haranglap, wurde 1793 erbaut und gilt als größter und schönster Glockenturm Westungarns. 1937 wurde der Haranglap von Nemesnep
als Nationaldenkmal Ungarns eingetragen. Anschließend ging es durch Slowenien und über den österreichischen Grenzübergang Sicheldorf zurück zum Ausgangspunkt meiner Tour.